Nein. Tschüss. Na komm, wo ist er? Ah, das ist er, das ist er. Ja, das war er. Schön. Warum habt ihr das getan? Warum? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Richtig. Egal, wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Ja, ja. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ja, und? Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ja, ja. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Nein. Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Nein. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Und? Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Es gibt da einen feinen Unterschied. Du verbrennst einfach alles Wissen. Dieser Idiot hat einfach alles vernichtet. Egal was es war. Und ich habe verdammt hohe Frames gerade. Ich weiß nur nicht wieso. Okay, jetzt nicht mehr. Hat einfach alles vernichtet, egal was es war. Irgendetwas. Einfach sämtliche Wissensbücher oder was es halt gab. Sämtliche Bücher, wo irgendeine Art von Wissen drin war. Ob Religion oder Wissenschaft. Das ist vollkommen egal. Und das ist nicht richtig. Natürlich gibt es Schriften, die Leute dazu... Naja. Es gibt Leute, die nutzen Wissen im falschen Sinne. Nämlich für Boshaftigkeit oder ja, gut und böse gibt es eigentlich nicht. Aber eben nicht für das, was wir als in Anführungsstrichen gut erachten. Also sie nutzen es für Krieg und sonst was, um sich zu rechtfertigen. Ja, ja, sei doch still. Tschüss. Ach was, wo denn? Hier ist doch... Ach da. Aber trotzdem kann man dieses Wissen nicht allen verwehren. Es reicht nicht, weil man einfach selbstbestimmte Vorstellungen hat, wie die Welt sein sollte. Weil die Vorstellungen eines Einzelnen sind vollkommen egal. Im Großen und Ganzen. Man kann nicht die Willen eines Einzelnen allen aufzwingen. Das geht nicht. Und deshalb ist das, was er macht, falsch. Trotzdem wird sich Alter ihr jetzt wieder verunsichert fühlen. Braucht er aber gar nicht. Er braucht nur so denken wie ich gerade. Ja, lass mich doch da hoch. Am Hofmesser schön, mit denen töte ich am liebsten. Und tschüss. Ja, ja, du hast mich gar nicht gesehen eigentlich, aber ist ja egal. Und jetzt habe ich wieder niedrige Frames, weil da viel rumrödelt gerade der Rechner aus irgendeinem Grund. Er ist ziemlich laut, das hört ihr glaube ich gar nicht. Oder vielleicht hört ihr es ja doch. Keine Ahnung. Ab und zu in einigen, im Vlog habt ihr das bestimmt gehört. Dass der Rechner recht laut war. Weil da habe ich ja nebenher während dem Vlog Minecraft und WoW gezockt. Sei still. Flieg, flieg und sieg. Sailor Moon. Sei still. Und hopp. Und festhalten. Ja, festhalten habe ich gesagt. Du warst mit deinen Armen dran. Naja. Wir sind ja jetzt sowieso da. Und hallo. Ja. Und tschüss. Hä, was war das denn jetzt für eine komische Animation? Naja, fertig. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja. Ja. Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Gut. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten.
Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Ganz richtig siehst du das auch nicht, mein Freund. Denn Gut und Böse gibt es in dieser Welt eigentlich nicht. Das kann man nicht richtig beziffern. Diese Begriffe sind so verwaschen und so... Das geht eigentlich nicht. Es ist eigentlich nicht möglich, Gut und Böse auszusprechen, ohne dabei zu lügen. Es ist eigentlich nicht möglich. Zum Beispiel, durch langsame Bewegungen. Ein schönes Beispiel, das ist ein bisschen verworren, aber ihr versteht vielleicht. Sei still, gute Frau. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Willkommen daheim. Naja, sag später. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Gut. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Ja. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer? Jubair und Siebrand. Ah, seht ihr es denn nicht? Nein. Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt, unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Oh. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung, sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ihr. Und da ist jetzt sogar verdammt viel Wahrheit drin. Da ist verdammt viel Wahrheit drin. Das ist im Prinzip das, was ich verdeutlichen wollte durch mein Beispiel. Also ist das gar nicht mehr nötig, dass ich es nenne. Ui, 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 und tschüss. Hier streckt sich der kleine Mann. So. Ich will aber nicht im Hof trainieren. Jetzt haben wir noch keine 19 Minuten 40 Sekunden, sind es jetzt ziemlich genau. In der Zeit schaffen wir doch nichts mehr. Das ist blöd in so einem Spiel wie Assassin's Creed. Das lohnt sich jetzt gar nicht mehr richtig, aber gleichzeitig haben wir noch so viel Zeit übrig. Ham. Ich weiß, da mache ich da 13 Minuten Folgen draus und nehme einfach das nächste Mal weiter auf. In Normallänge wahrscheinlich dann. Okay, also machen wir hier Schluss. Und ich möchte nochmal anhängen, es ist einfach wahr, was unser guter Al-Mualim da gerade gesagt hat. Es macht durchaus einen Unterschied. Man kann die Welt nicht einfach so neu formen, wie man will. Und es gibt keinen Gott, der Gesetze vorgibt oder sonst was. Das ist alles der menschliche Verstand. Aber man kann diese ganzen Illusionen, die es in der Welt gibt, nutzen, um Menschen anzuleiten und anzuführen und sie zu beherrschen, ihre Gedanken zu beherrschen und sie zu Dingen zu verleiten. Oder man kann einfach die Welt so sehen, wie sie ist, sie mit ein bisschen Offenheit und Ehrlichkeit und Offenherzigkeit betrachten und dann kann man auch auf die richtige Weise über ein Volk herrschen, wenn man denn überhaupt herrscht. Ihr versteht, was ich meine.
Es gibt die richtige und die falsche Weise. Es gibt auch die richtige und die falsche Weise, für sich selbst zu leben und für andere zu leben. Man kann sich einfach irgendwelchen Illusionen und Trugbildern hingeben, einfach bloß, weil das einfacher ist. Oder man kann einfach die Welt ein bisschen offener betrachten. Ein bisschen ehrlicher und ein bisschen nüchterner vielleicht auch. Naja, alles meine Ansichten, kann jeder sehen, wie er will. Wahrscheinlich würde mir jetzt ein religiöser Fanatiker widersprechen. Aber selbst wenn man religiös ist, kann man diese Welt immer noch, ich sage nichts gegen Religion. Ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Und es ist jedermanns, selbst jedermanns Entscheidung, ob man an einen Gott glauben will oder nicht. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber trotzdem sollte man diese Welt so offen betrachten, wie man kann. Und sich nicht in irgendwelche Illusionen und Trugbilder flüchten, bloß weil das so viel einfacher ist und einem einen Grund für alles gibt und eine Berechtigung für alles. Und erst recht nicht sollte man seine Gedanken anderen aufzwingen. Naja, das sind jedenfalls meine Gedanken. Ich will mich gar nicht auf so religiös-politisches Moralapostel-Terrain begeben jetzt gerade. Das gehört hier gar nicht her. Wie auch immer. Aber ich mache das ganz gerne irgendwie. Ist mir gerade so alles eingefallen. Wir sehen uns jedenfalls nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed oder Edna bricht aus. Oder ich habe jetzt mittlerweile schon während des Spiels eine Idee bekommen, was wir machen. Oder während... Ja, das war schon eine richtige Anzahl an Silben. Bloß vollkommen falsch betont. So sagt das keiner. Obwohl doch, wahrscheinlich schon. Naja, wir sehen uns dann jedenfalls nächstes Mal. Ich bin's, euer Anwana. Ignoriert mein komisches politisch-religiöses Moralapostel-Gelaber und... Ciao!